Mit dem Master in Corporate Performance and Restructuring versuchen wir, Experten auf ein wirklich hohes Level zu heben bzw. auszubilden im Hinblick auf Krisenmanagement, im Hinblick auf Transformation, im Hinblick auf Restrukturierung. Die setzen wir um, indem wir ein Tool, ein Skillset entsprechend genau auf diese Fragestellungen ausrichten und die zukünftigen Führungskräfte quasi in die Lage versetzen, zum Gamechanger in ihren Unternehmen zu werden und die Unternehmen auf ein höheres Level zu heben. Ja, eine Besonderheit des Studiengangs ist auf jeden Fall, dass wir versucht haben, dass die Studenten alle Perspektiven von verschiedenen Parteien, die bei so einem Restrukturierungs-Turnaround-Prozess dabei sind, kennenlernen aus erster Hand. Also wir haben Unternehmen dabei, wir haben Berater dabei, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwaltskanzleien und die Banken. Das heißt, man kennt alle Player in so einem Turnaround-System oder Turnaround-Vorgang aus erster Hand. Also was den Master in Corporate Performance and Restructuring aus meiner Sicht interessant macht, sind im Wesentlichen zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der großartige Praxisbezug und der andere Aspekt ist das allgemein gesteigerte Bewusstsein für Corporate Performance und Leistungssteigerung über alle Branchen hinweg. Dabei hat Covid in den letzten Wochen und Monaten natürlich durchaus als Bewusstseinsbeschleuniger fungiert. Dieses gesteigerte Bewusstsein für Corporate Performance im Allgemeinen ist allerdings struktureller Natur. Ich habe mich für den MCP an der Frankfurt School entschieden, weil ich einerseits etwas studieren wollte, was wirtschaftlich immer wichtiger wird. Gerade durch diese disruptive Arbeitswelt befinden sich Unternehmen eigentlich teilweise in einer Dauerrestrukturierung, ohne immer krisengetrieben zu sein. Und gleichzeitig wurde der Studiengang ja auch dual angeboten bzw. berufsbegleitend. Und das war mir einfach sehr wichtig, nachdem ich schon ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt habe, da auch in dem Workflow drin zu bleiben. Meine Empfehlung ist, an zukünftige Studierende die Challenge anzunehmen und ihr Interesse konsequent umzusetzen. Ich denke, es steht außer Frage, dass der MCPR sehr spannend und sehr zeitgemäß ist. Das Format lebt von seinen Teilnehmern, den externen Dozenten und Professoren, die umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen gesammelt haben. Insofern gilt für mich, je mehr man mitbringt und gibt, desto mehr wird man aus diesem Format auch für sich mitnehmen können. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass so eine Haltung nicht nur einen selbst bereichert, sondern auch alle anderen Teilnehmer in diesem Studiengang.